Von mir nochmal ein ganz herzliches Hallo. Mein Name ist Sabrina Zeiter. Ich bin die leitende Gesamtprojektkoordinatorin von Digitel und durfte ja gerade auch noch ein paar Mal referenziert werden. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich, dass Sie heute den Weg zum 15. E-Learning-Netzwerktag gefunden haben. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen unsere Projekte vorstellen zu dürfen. Beziehungsweise stelle ich Ihnen erstmal Digitel vor und nachher stellen sich die Projekte dann in dem anderen Raum selber vor. Unser Projekt Digital Teaching and Learning Lab, kurz Digitel, wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre in der Förderlinie Hochschullehre durch Digitalisierung stärken gefördert. Das hatte ja Frau Thompson eben auch schon mal erwähnt. Wir wollen tatsächlich bei uns, jetzt habe ich etwas umgeschrieben, weil Frau Thompson mir was vorweggenommen hat, wir arbeiten an einer Systematisierung der Innovationszyklen und verfolgen dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Um das zu erreichen, denken wir in Digitel, ich habe Animationen, deswegen, denken wir Innovationen in zwei Hauptphasen, dem Inkubator, also der lokalen Entwicklung neuer digitaler Learning Designs und dem Akzelerator. Und zwar ist das eine Abstraktion oder auch eine Art Herauslösung der Learning Designs aus den Fachinhalten und aus den Fachkontexten, um einen Transfer zu ermöglichen in die Breite der Universität. In unserem Projekt denken wir also Transfer und Rollout bereits im Entwicklungsprozess mit. So soll mehr Nachhaltigkeit durch eine langfristige und großflächige Etablierung unserer Neuentwicklung erreicht werden. Das ist uns also sehr wichtig. Zentrale Faktoren dafür sind die Vernetzung unserer Innovatorinnen untereinander, sowie mit den zentralen Stakeholdern der Lehr-Lernentwicklung. Hierdurch erhoffen wir uns eine Ankurbelung des Innovationsprozesses und zusätzliche Schaffung von Synergien, sowie auch eine Ankurbelung der Interdisziplinarität. Wir haben darüber hinaus eine ganz hohe Lernendenzentrierung. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Das hatte Frau Thompson vorhin ja schon erwähnt. Wir haben zum einen spezifische Unterstützung für studentische Lehr-Lernprojekte, aber zum anderen sind Lernende bei uns als Adressatinnen und aktiver Teil der Entwicklung und des Evaluationsprozesses stark in den Projekten vertreten. Ganz zentral für eine breite Ausrichtung in der Universität ist natürlich auch, dass alle Fachbereiche, alle Statusgruppen und auch die zentralen Stakeholder im Bereich Lehren und Lernen bei uns in allen Prozessen inkludiert werden. Die Partnerships wurden ebenfalls schon erwähnt. Das ist unser zentrales Herzstück in Digitel. Und darunter verstehen wir die Kollaboration zwischen zum einen den Lehrenden und oder Studierenden, aber zum anderen auch mit den zentralen Unterstützungseinheiten, von denen ja schon einige erwähnt wurden. Und die kooperieren, um diese innovativen Lehr-Lernprojekte gemeinschaftlich umzusetzen. Unsere Partnerships werden dabei mittels eines breit angelegten internen Vergabeverfahrens vergeben. Das heißt, wir haben sowohl Expertinnenkommissionen, die Vorgutachten macht, dann haben wir noch eine Vergabekommission, die einen Vorschlag ausarbeitet und dann natürlich in einem Präsidiumsbeschluss dann endet. Darüber hinaus werden wir von einem Beirat begleitet, kritisch-konstruktiv, wie Herr Schielein es ja auch schon nannte. Unser Projekt befasst sich ganz konkret, diese Folie, wenn Sie von Anfang an dabei waren, haben Sie heute Morgen schon mal gesehen, befasst sich ganz konkret mit Methoden und Vermittlung sowie Feedback und Aktivierung. Aber ganz zentral sind für uns die Querschnittsthemen Diversity, Barrierefreiheit und kompetenzorientiertes Prüfen und dazu gehört natürlich auch Constructive Alignment. Darüber hinaus können unsere Partnerships selbstgewählte, hier sehen Sie eine Auswahl an Topics, können Sie selbstgewählte Themen Schwerpunkte setzen. Das ist nur eine Auswahl, es ist keine abgeschlossene Liste. Wir haben Unterstützungseinheiten, die Sie alle, wenn Sie von der Goethe-Universität sind, hoffentlich kennen. Hier sehen Sie mal unser großes Wabennest an Unterstützungseinheiten, die beteiligt sind. Ganz konkret geht es uns dabei aber zum einen um die Vermeidung digitaler Treppenstufen, zum anderen um das kompetenzorientierte Prüfen und das Constructive Alignment. Das sind also, sehen Sie schon mal unsere Querschnittsthemen wieder. Wenn ich das hier noch öffne, nämlich die diversitätsreflektierten Learning Designs, die dann auch hinten rauskommen sollen. Dabei werden unsere Partnerships bei der Entwicklung und Umsetzung
der Softwarelösung unterstützt von unseren Partnereinheiten. Und auch, wir erhoffen uns durch diese Unterstützung natürlich Synergien mit existierenden Systemen und Infrastrukturen und natürlich mit bestehenden Projekten, damit wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden, sondern gemeinschaftlich weiterentwickeln. Wir haben, das Lab ist jetzt auch nicht nur der Name, sondern das ist tatsächlich auch etwas, das wir umgesetzt haben. Das ist ein virtueller Kommunikations- und Kollaborationsraum, in dem wir dann versuchen, diese dauerhaften, die habe ich ja vorhin beschrieben, die Innovationsschleife zu implementieren und zu systematisieren. Natürlich haben wir die gängigen Ziele, die, glaube ich, die meisten von uns verfolgen, Studium und Lehre weiter verbessern, den studierendenzentrierten Ansatz weiter ausbauen. Und das schaffen wir über den Einsatz digitaler Instrumente mit den entsprechenden Learning Designs. Unsere Lab haben wir in einer Confluence-Instanz, die wir vom HRZ dürfen wir mitbenutzen, also vielen Dank dafür auch nochmal, haben wir sie installiert und sie dient drei Haupt- oder zentralen Punkten. Also zum einen dem Projektmanagement für die einzelnen Partnerships, aber auch der kontinuierlichen Vernetzung der Beratungsstellen mit den Partnerships und der Partnerships untereinander, sowie den regen Austausch unter allen Beteiligten. Jetzt habe ich Ihnen nochmal eine Übersicht mitgebracht der Partnerships, die Sie sich gleich anschauen können. Das sind die Partnerships der ersten Ausschreibungsrunde. Die zweite ist gerade beendet und da hoffen wir, dass wir demnächst wissen, wer dort gefördert wird. Da hoffen wir, bis zu 20 weitere Partnerships zu fördern. Ich habe sie hier mal nach Fachzentren aufgelistet. Dort sehen Sie alle unsere Partnerships. Wenn Sie sich dafür über das, was Sie gleich am Stand sehen, noch hinaus interessieren, können Sie gerne natürlich auf der Webseite schauen. Aber wir hoffen, dass Sie gleich alle Partnerships sich etwas genauer anschauen im nächsten Raum. Vielen Dank.